Willkommen bei der CS 2017. Wir sind hier bei Lenovo und haben ein neues Legion Notebook. Und zwar das Y520 vor der Linse. Heißt wieder mal Gaming mit guten technischen Daten. Zum Beispiel bis zu einer GTX 1050 ist hier drin. Also leider noch nicht ganz VR-ready, das System 720 vorbehalten. Aber zum Beispiel Titanfall 2 läuft hier schon drauf. Ihr könnt ihr sehen, bei Stream ist das hier runtergeladen. Ich könnte es jetzt starten. Mache ich aber fürs englische Video vielleicht. Fangen wir uns das mal an mit. Schauen wir uns die Anschlüsse an und das Gerät von außen. HDMI, USB 3.0 zweimal, dann SD-Karten-Slot, Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss und eine kleine LED. Dann vorne absolut gar nichts, aber auf der nächsten Seite dann natürlich noch ein Stromanschluss. Kensington darf nicht fehlen, Netzwerk, HDMI und Kopfhörer und Mikrofon in einem. Von unten könnt ihr hier sehen, hier wird die kalte Luft reingezogen. Hier ist auch schon ein bisschen staubig. Ansonsten komplettes Plastikgehäuse mit ein bisschen dicken Plastikfuß hin, damit auch ein bisschen Luft hier reinkommen kann, die dann entsprechend warm wieder hinten rausgeblasen wird. Und wenn wir das Gerät von außen anschauen, sehen wir hier kein Legion-Logo, sondern einfach nur Lenovo-Logo hier und nur diese kleinen Akzente hier bei diesem Gaming-Notebook. Was muss man noch zu dem Gerät wissen? Es hat einen Startpreis von $899, wurde ich gerade aufgeklärt. Hat allerdings kein JBL-Audio, Dolby Atmos oder ähnliches drin, sondern tatsächlich, wie wir sehen können, einfach nur eine rote Tastatur mit schön großem Trackpad und genug technischen Daten, damit man damit schon mal anfangen kann zu zocken. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal von der CS 2017. Wenn ihr zugeschaut habt nochmal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.